Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen mal wieder Don't Starve. Heute bin ich ganz froh, dass ich noch eine Aufnahme überhaupt geschafft habe, ja, aufzunehmen, weil ich war heute ein bisschen unterwegs. Ich war in der Stadt, weil bei uns war zurzeit ein Badentreffen, also Bardentreffen, nicht Badetreffen. Und ja, ich war gestern und heute dort. Und ja, war richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, schaffe ich das jetzt wirklich noch aufzunehmen? Aber ja, ich habe es geschafft. Bin ich ganz stolz. Und dann wollen wir jetzt auch gemeinsam mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben es jetzt mal so ein bisschen überzogen. So knapp 2 Tage. Deswegen halte ich jetzt die Folge etwas kürzer, was mir aber ja, gerade zu meinen Gunsten kommt, wenn man so sagen möchte. Weil ich eh nicht ganz so viel Zeit habe. Weil ich möchte nämlich noch ein Video schneiden, wenn ich das jetzt auch noch hinkriege. Ja. Genau, weil ich noch was anderes schneiden wollte. Deswegen. Ja. Ich wollte eigentlich so langsam anfangen, die Gegend so ein bisschen zu erkunden. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, ja, wir holen uns jetzt ein paar Vorräte und dann könnten wir theoretisch auch los. Dann machen wir uns ein wenig was zu futtern und dann können wir ein wenig gucken gehen, was wir so Schönes finden. Ja, die Nacht ist jetzt natürlich auch schon wieder rum. Es ging jetzt mal wieder sehr schnell. Zap, zap. Und nochmal. Und dann kochen wir uns jetzt erstmal was. Na, Kollege, lauf. Und dann holen wir hier jetzt nochmal die Lebensmittel. Und dann möchte ich nochmal frisch was ansehen. Ja, und dann könnten wir theoretisch langsam los. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich, oder ja, oder ich warte, bis der Winter rum ist. Könnte ich ja auch machen. Wie viele Bäume möchte ich gerne später verbrennen, um nochmal einen Kochtopf machen zu können, also um Kohle dann zu gewinnen. So, den Mais. Und jetzt wird es natürlich auch wieder knapp. Vielleicht nehme ich auch einfach die Beeren mit. Also ich brate die einfach mal oder koche sie. Und dann kann ich die eventuell sogar mitnehmen. Also dann mache ich mir da einfach ganz viel Essen draus, weil mit der Figur, also mit Wolfgang, so heißt der diese Spielfigur einfach, dass ich der, also der hat halt großen Hunger, wenn man so sagen will. Und dann werde ich einfach dann viel zu essen habe, weil er braucht ja eben viel. So. Und die machen wir jetzt auch noch. Schade, dass man nicht einfach alle auf einmal kochen kann, aber. Oder man kann es und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt kochen wir weiter, weil die schon mal. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, wenn ich die jetzt koche und dann noch einmal koche, ob dann die Haltbarkeit einfach nach oben geht. Ich mache es jetzt einfach, weil dann habe ich es einheitlich. So. Jetzt holen wir den und machen den nächsten neu. So. Kann sich nur noch um gefühlte Stunden handeln.
Also keine Panik. Ja. Yeah, wir haben's. So halb zumindest. Jetzt will ich das nämlich noch alles kochen. Und dann können wir uns auch bereit machen zum Losgehen. So. Die hier, die ich jetzt noch da habe, möchte ich jetzt auch noch einpflanzen. Okay, dann düngen wir die noch schnell, damit die dann auch Früchte tragen können. Wenn wir wiederkommen, dann ist nämlich alles voll. So. Also dann bleiben wir jetzt noch einen Tag lang hier und kochen alles. Und dann haben wir ganz viel zu essen. Dann haut es auch ganz gut hin. Also in der Zeit ist natürlich die Gefahr da, dass es schlecht werden kann. Ja, das müssen wir jetzt auch aufhängen. So. Weil das will ich nicht, dass es schlecht wird. Dann tun wir da das Fleisch noch mit neu. Die Bären ernten wir gleich noch mehr schnell mit ab. So. Und nochmal. Es kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis wir alles gekocht haben. Aber gut. Ich denke, das ist nicht so die Welt. Nochmal. Dann holen wir von oben nochmal das Gemüse. Zumindest den Mais. Weil den nehmen wir auch mit. Den kann man nämlich so ganz gut zwischendurch essen. Weil ich möchte jetzt nicht 1000 verschiedene Lebensmittel mitnehmen, dann habe ich keinen Platz mehr in meinem Inventar. Lieber nur so gewisse Sachen. Den Mais legen wir trotzdem dann da und die können wir jetzt auch nochmal mitnehmen. Hier hätte ich jetzt zwei Kochtöpfe, wäre das natürlich viel rationeller. Und viel, viel schneller. Jetzt wird es auch gleich Nacht, das heißt, wir müssen uns schon mal ein Feuer machen. So. Und gleich nochmal. Da sieht man schon, jetzt geht natürlich die Haltbarkeit deutlich runter. Und jetzt tun wir wieder frischer dazugeben, also steigt sie wieder. Ah, die verarbeiten wir jetzt trotzdem noch alle. Und hier ist jetzt unser missglücktes Gericht zum Dünger geworden. Lassen wir mal
wahrscheinlich mal da. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das war mein Handy mal wieder. Das brauche ich nicht mitnehmen. Ich weiß leider nicht, ob man das immer in der Aufnahme hört. Ich habe aber auch immer so ein Talent, wenn ich aufnehme, dass mich irgendjemand erreichen möchte. Dass ich dann immer lauter Nachrichten bekomme. Okay, die Folge wird richtig schnarchig. Ich sehe schon, weil wir einfach die ganze Zeit unsere Lebensmittel kochen. Es tut mir leid. Aber es muss halt auch mal sein. Und ich will nicht irgendwie total unvorbereitet die komplette Map erkunden. Und dann währenddessen einfach draufgehen. Nur weil ich eben unvorbereitet war. So, jetzt die noch und dann nur noch die Karotten, dann können wir los. Ich verspreche es euch. Wirklich. Da brauche ich nichts und da brauche ich eigentlich auch nichts. So. Es ist noch heiß genug, das heißt, Winter wird es nicht gleich. Dann können wir auch wirklich los. Das kann ich auch da lassen. Das ist nämlich nicht mit. Die Angelroute genauso. Wenn ich jetzt was Tolles entdecke, dann haben wir halt Pech gehabt. So. Die Scheiße kann da bleiben. Das Holz nehme ich natürlich mit. Werkzeug reicht eigentlich noch. Stein habe ich auch. So. Gras kann ich dahin tun. Die Steine. Machen wir es so. Genau, das Holz kann vorne mit hin. So, und das war's dann. Dann können wir los. Dann haben wir es geschafft. Das nehme ich so mit, das brate ich mir unterwegs. Beides, oder ich mache, nein, ich mache ein Gericht draus, dann lohnt es sich wirklich mehr. So. Und den Mais wollte ich mitnehmen. Ganz viel zu essen. Na hopp. So wie es aussieht, bleiben wir jetzt noch eine Nacht in der Base. Und dann geht's aber los. Dann geht's aber los, doch. So. Das esse ich gleich. Das hat richtig schön viel gebracht. Den Mais nehme ich so mit. Die tue ich mal dahin, weil die sammle ich einfach im Laufe des Tages dann immer ein. Und wir können uns, auch wenn es sein muss, ein normales Lager machen. Das kriegen wir auch hin. Haben wir denn jetzt noch Gras irgendwo gelagert? Ja, hier war's. Das nehmen wir noch mit. Das Holz füllen wir einmal auf. So. Und dann. Ja, dann bleiben wir halt die Nacht noch in der Base. Tut mir leid. Jetzt waren wir halt einfach mal knapp 2 Tage voll nur in der Base. Vielleicht kann man mir das ja verzeihen. Aber ich möchte halt echt nicht dann gleich drauf gehen. Das wäre ein bisschen schade.
Ausnahmsweise. Aber ich glaube, das kann man schon verstehen. Jetzt habe ich ja das ganze Gemüse verbraucht, das heißt, ich. Also, es wird nicht schlecht, das ist wieder positiv. Also, von daher. Ach, voll cool, ich habe heute mir einen Henna machen lassen. Also bei dem Ding, wo ich war, Badenfest. Ja, voll schön. Bin voll stolz. Ist eigentlich nichts Besonderes, wenn man es so sieht, aber ich bin schon happy, dass ich es mir machen lassen habe. Zählt jetzt ungefähr 1 bis 2 Wochen. Ich habe es von der rechten Hand. Ich habe jetzt auch Ferien, von daher, jetzt muss ich nicht irgendwie in die Küche und arbeiten, weil da wäre es halt unhygienisch. Also passt es eigentlich. Soll noch ein bisschen Holz mitnehmen. Gleich noch mal einpflanzen, dass wenn ich wiederkomme, auch noch genug Holz habe. So. Bleiben wir nochmal die Nacht hier und dann haben wir es. Hier ist das Holz, hier ist so alles Unnützes, die Fackeln, falls irgendwie ich angegriffen werde und ich muss die ganze Zeit rennen. Dann haben wir Nahrung. Bis jetzt erstmal genug. Und ja, mehr brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Was vielleicht ganz cool wäre, wäre noch eine Rüstung, aber dann hätten wir keinen Rucksack, weil man kann immer nur eins tragen. Ein Hut, naja gut, kalt wird es jetzt erstmal noch nicht. Also von daher. Sollte uns jetzt nicht irgendwie was total Abgefahrenes passieren, sind wir gut gerüstet. Ja, doch, finde ich schon. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass diese blöden Hunde in meinem Camp spawnen. Jetzt ist nur die Frage, wo wir denn lang gehen möchten. Wollen wir erstmal unten alles absuchen und dann nach oben? Ich glaube, ich fange unten an. Die Map ist eh wahrscheinlich wieder so mega endlos lang. Also ich folge normalerweise immer gerne einfach mal den Weg und dann schaue ich. Wir gehen einfach. Ja, Mann, das sind Bienenstöcke, das ist schon mal toll. Das freut mich. Aber ich will sie mir jetzt nicht gleich holen, weil ich habe ja eben Schmetterlingsnetz oder das. Dieses Netz an sich im Camp gelassen. Weil ich mir gedacht habe, nee, brauche ich schon nicht. Also ich bin eine, die umrandet total gerne die komplette Map erstmal. Yeah. Das ist natürlich auch toll. Weil jetzt haben wir jemanden, der uns gewisse Sachen dann lagern kann. Ein Holz können wir nein tun, brauchen wir jetzt erstmal eh nicht. Jetzt noch nicht so wichtig. Aber wenn wir ein paar Schätze finden oder irgendwas Wichtiges ausgraben, dann ist es schon von Vorteil. Ich weiß nicht, ob wir die gleich mitnehmen sollten. Ich nehme jetzt ein paar mit. Ab und an so random einfach. Da haben wir dann ein Wurmloch. Also ich möchte mir auch alle Würmlöcher dann vornehmen und mindestens einmal reingehen.
Ja, okay, da oben war es das dann. Aber ich finde es halt immer cool, wenn man dann hier sieht, okay, da ist einfach Ende im Gelände. Dann hat man so die komplette Map mal. Und das mache ich schon recht gern. Ja, da kann man auch nichts übersehen oder so. Oder wir springen einfach jetzt ins Wurmloch rein und gucken, was passiert. Könnten wir jetzt auch machen. Kommt, wir sind so risky und machen es jetzt einfach. Ich pflück jetzt nochmal, damit ich ein bisschen besser mit meiner geistigen Gesundheit stehe. So. Und dann gehen wir rein. Und schauen mal, wo wir rauskommen. Okay. Na gut, ist jetzt nicht so ein Stück. Jetzt wissen wir, ob das ganz unten bringt uns hier hoch. Ich nehme lieber mal. Folgen wir einfach mal dem Weg. Okay, hier sind halt dann Gräber, die man ausbuddeln kann. Hier könnte man, also wenn man sowas findet und die dann kaputt macht, kann man runter ins, ja, Erdreich. Ganz schnell holen und wieder raus, 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 raus. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hinlaufen. Ich glaube, wir laufen ja gerade wieder heim. Dann folgen wir hier einfach am Weg. Wahrscheinlich geht es nur bis dahin ungefähr. Aber dann haben wir das auch schon mal wieder fertig. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wirklich spannend, aber man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht passiert ja doch irgendwas Cooles, was wir so finden oder so. Weiß man ja so nicht. Ja, wir können jetzt auf die Spur von dem Elefanten da machen. Ja, könnte man, muss man aber nicht. Ah, seht ihr, was wir jetzt hier gefunden haben, ne? Ist doch auch schon mal was. Komm mal her, Chester. Sehr gut. Und natürlich richtig cool wegen der Lampe. Ja, die Lampe kann man noch neu tun. Weil das lassen wir auch mal drin. Mal so. Wir müssen uns dann nur rechtzeitig ein Feuer machen, das ist wichtig. Habe ich jetzt da noch Platz gehabt? Nee, ne. So. Dann gehen wir so und machen das einmal komplett voll. Also ich mag es halt einfach immer so gewisse Abteile immer ja auszufüllen, weil dann kann man wirklich nichts übersehen. Und so schlimm finde ich das jetzt eigentlich nicht.
Klar, ich bleibe in der Nähe von den beiden hier. Falls in der Nacht irgendwas versucht, mich anzugreifen, kann ich es einfach auf die schieben. Was natürlich gemein ist, aber jeder muss gucken, wo er bleibt. Gell, Chester? Eigentlich voll süß, wie die schlafen. Ich würde die gar nicht adaptieren wollen. Könnte man jetzt auch machen, aber die sind schon schwer zu besiegen, finde ich. Also jetzt zumindest. Die Lampe könnte man jetzt aufsetzen. Hat man halt nachts ein Licht. Verbraucht sich natürlich auch. Also wäre es vielleicht gescheiter, die wirklich aufzuheben, wenn im Notfall mal was sein sollte oder wenn man unter die Erde geht. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Sogar richtig. So, jetzt ist ja Tag 25, jetzt müssten wir eigentlich Schluss machen. Weil ich das letzte Mal überzogen habe und nicht so gern möchte, dass die Folge jetzt extrem kurz wird, machen wir jetzt noch die Hälfte vom Tag 25 und dann werde ich aufhören. Genau, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr dann wollt. Jetzt füllen wir das halt noch so ein bisschen aus und dann gehen wir eh wieder ins nächste Wurmloch und stürzen uns ins Abenteuer. Yeah. So. Da haben wir also auch noch einen Speicherpunkt gefunden, was ja auch ganz gut ist. Ich weiß gar nicht, ob es der Speicherpunkt dann immer da ist, wo man das letzte Mal gestorben ist. Oder ob das random einfach ist, gar nichts damit zu tun hat, wo man ja ums Leben kam. Überall diese bösen Blumen. Da wäre jetzt noch eine Axt, aber die lassen wir gehen. Die ist jetzt nicht so wichtig. Uns reicht nur auf jeden Fall. So. Dann haben wir das ja auch schon mal eigentlich fast angeschaut, außer hier oben, aber das ist jetzt nicht so brisant. Dann werden wir wahrscheinlich runtergehen. Also hier dann lang. Oder wir nehmen das Wurmloch und gucken dann, wo wir rauskommen. Blöd wäre es, wenn wir dann hier rauskommen. Aber wir probieren es einfach und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Dann machen wir Schluss. Für die nächste Folge erfahren wir dann quasi, wo wir dann hingelangen. Da war's. Also, auf. Und jetzt machen wir Schluss. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid und natürlich, dass ihr auch hier wieder eingeschaltet habt. Ja. Wie gesagt, wir gucken jetzt dann in den nächsten paar Folgen ein bisschen die Map an und erkunden das so ein bisschen alles und schauen, was wir noch so coole Sachen finden und erfahren werden. Also bis dann. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss.